Politik ist eine Einstellungssache und ich kann aus verschiedenen Blickwinkeln sehen und mich in unterschiedliche Perspektiven versetzen. Während andere Politikanbieter schon satt sind und vollgefressen grunzen, bin ich immens durstig und habe grobe Visionen. Ich nehme unbequeme Positionen ein und lasse mich nur ein bisschen verbiegen. Und überhaupt schwimme ich gegen den politischen Mainstream an. Andere Politikanbieter produzieren Tag ein, Tag aus braune Scheiße, die die Fliegen magisch anzieht. Doch ich, ja, die da im Bild zu sehen ist, mache aus jeder Scheiße Gold. Andere Politikanbieter tun so, als ob sie was für die Homo-Ehe übrig hätten, bei ihren schamlosen Werben um Wählerstimmen. Ich hingegen befürworte jede gleichberechtigte Partnerschaft und fordere offen und energisch die Ehe für alle. Migranten aus Berlin und Baden-Württemberg kommen in die Stadt, um den Traum vom Künstlerdasein zu verwirklichen und hängen doch nur vor Spätverkäufen rum, trinken den ganzen Tag Bier und entwickeln autistische Züge. Ich schenke ihnen Hoffnung und Perspektiven, als Lohnsklave in einer Fabrik zu enden. Denn nur durch eine konsequente Reindustrialisierung entstehen Arbeitsplätze, billiger Wohnraum und Orte der Kreativität. G20 in Hamburg hat gezeigt, dass wir die Steinewerfer wieder in die Gesellschaft aufnehmen und integrieren müssen, denn so stark wurden sie selten misshandelt. Ich nehme mich dieser Aufgabe hingebungsvoll an, sind sie doch Parteiwähler, und bringe sie davon ab, volle Flaschen zu schmeißen, sondern sie erstmal auszutrinken. Ich verspreche nichts und halte noch weniger. Aber ich mache Politik für Menschen und nicht für das Volk. Eigentlich will ich mich ja bloß sehr gut bezahlt erniedrigen lassen, doch dafür brauche ich ihre Stimme. Wählen Sie daher am 24.09. mit Erst- und Zweitstimme die Partei, denn sie ist sehr gut. Und was die letzte Kameraeinstellung sollte, weiß ich auch nicht so genau.